Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich habe nochmal bestellt bei Cloud Minecraft und ich habe euch das ja schon mal gezeigt in einem letzten Haul, da hatte ich ja so ein paar super tolle Stempel bestellt, zum Beispiel diese hier, die von Clearly Besotted haben sie da ja und ich finde die ja so, so, so toll und ja, ich habe da nochmal bestellt, Versand ging super schnell, obwohl es ja aus Holland kommt, aus den Niederlanden, ging es wirklich gut. Und ich habe noch nicht reingeguckt, weil ich dachte mir, diesmal machen wir das mal zusammen, weil die das immer so, so schön verpacken. Ihr seht es schon, das ist alles in so Papier nochmal extra eingepackt. Da hat man hier oben nochmal eine Karte mit einem lieben Gruß drauf. Richtig, richtig süß. Und dann, ja, Open Me, ne? Das wollen wir jetzt mal. Genau, öffnen wir das Ganze mal und dann seht ihr, das ist wirklich so zuckersüß verpackt. Das hier war ein Goodie, den hat man ab 75 Euro Bestellwert dazu bekommen. Da konnte man sich aussuchen, ob man den Gartenzwerg haben möchte oder eine Blume von Lawnfawn. Und ich musste natürlich den Gartenzwerg nehmen, war ja klar, ne? Also es geht ja gar nicht anders. Genau, dann haben wir hier ein Tütchen, da ist auch was drin, ne? Alleine diese Papiere sind ja zuckersüß, ne? Muss ich ehrlich sagen. Und weil ich das Papier gerne behalten würde, probiere ich das Ganze jetzt mal hier irgendwie aufzuschneiden, ohne es komplett zu zerreißen. So, da ist ein weißer Gelstift drin. Ne? Das ist der von Sakura, der weiße. Der soll ja ganz gut sein. Habe ich schon ganz oft in anderen Videos gesehen, bei anderen Kanälen. Und die schwärmen immer so davon. Deswegen wollte ich den auch unbedingt gerne mal ausprobieren. Ich kenne den nämlich noch nicht. Vielleicht kennt ihr ihn, ja? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann machen wir hier mit dem kleinen süßen Geschenk weiter. Da sind, glaube ich, die Stempelsets drin. Ne? Ja, genau. Und wie soll es anders sein? Natürlich nochmal Clearly Besotted, aber diesmal Weihnachtsmotive. Wir gehen jetzt ja langsam auf Weihnachten zu. Und da dachte ich mir, passt das mal ganz gut. Und wie süß sind bitte hier dieser Pinguin zum Beispiel. Hier haben wir nochmal einen Pinguin. Dann haben wir so ein kleines Reh, ein Teddy. Und dann mit ganz vielen Sprüchen auch noch dabei. Richtig, richtig süß und die will ich eben ganz gerne für Adventskalender benutzen. Da werdet ihr die bestimmt mal sehen in einem der kommenden Videos. Genauso wie dieses süße Set hier. Das sind Weihnachtsballons. Wie cool ist das bitte? Wir haben hier den Weihnachtsmann, haben wir natürlich ein Rentier, einen Schneemann und einen Pinguin. Mit ganz vielen Sprüchen natürlich hier. Have the best Christmas ever. Joy the world. Ganz, ganz toll, wie ich finde. Und morgen, am 1. Oktober, kommt ein neues Release raus. Oh, ich könnte sterben. So, so schöne Stempel von Clearly Besotted. Und die wird es auch dann bei Cloud Minecraft natürlich auch geben. Genau. Dann geht es hier weiter. Ich habe ein bisschen weihnachtslastig bestellt. Also, das muss ich schon sagen. Ich habe ein bisschen viel Weihnachtskram bestellt, weil ich gar nicht so viele Weihnachtsstempel habe. Und ich gerne meine Adventskalender diesmal auch weihnachtlich dekorieren möchte natürlich. Und daher habe ich mir nochmal von Lawnfawn diese beiden kleinen süßen Sets mitbestellt. Das sind diese ganz kleinen zuckersüßen Lebkuchenmenschen. Wie süß sind die? Es gibt ja auch ein großes Set davon, da hat man auch so ein Lebkuchenhaus, meine ich. Aber ich dachte mir, das hier langt mir eigentlich schon. Have a sweet Christmas. Hier, das ist für diesen Drehmechanismus. Da gibt es ja auch von Lawnfawn diese Drehstanze. Da könnte man das eben versuchen benutzen. Und dann nochmal ein Set ein bisschen größer. Da haben wir hier den Lebkuchenmann, der schon ein Bein verloren hat, ist abgebrochen. Aber ich finde das so, so süß. Und auf einer Karte macht sich das bestimmt ganz toll. Deswegen durften die beiden kleinen Sets auch direkt mit. Dann gehen wir weiter hier mit. Ihr wisst ja, ich habe Distress Oxide. Und ich hatte jetzt mal so ein bisschen geguckt, welche Farben hättest du eigentlich ganz gerne mal, die du bisher noch nicht hast. Und da sind ein, zwei, drei, vier Farben zugekommen. Wir fangen an mit der ersten. Einmal ein richtig schönes Grün. Das ist das Mowed Lawn. Ich dachte mir, für Weihnachten, wenn man so einen Tannenbaum mit dem Distress Oxide wischt, macht sich das bestimmt richtig, richtig gut. Ich habe ja nur dieses ganz quietschige Twisted Citron. Das ist ein super tolles Grün. Aber für Weihnachten wollte ich gerne mal ein dunkleres haben. Dann haben wir hier ein richtiges Gelb. Das habe ich euch am Dienstag im Video gesagt, dass ein Gelb jetzt bei mir ankommt. Ich habe nämlich nur so eine kürbisfarbenen. Also die sind so leicht orange. Und deswegen wollte ich gerne mal so ein richtiges Gelb haben, wenn man zum Beispiel so einen Sonnenuntergang macht oder einen Regenbogen. Da ist so ein ganz richtiges, kräftiges Gelb natürlich eine ganz tolle Sache.
Dann geht es weiter mit einem richtig, richtig schönen Lila. Ich habe noch kein dunkles Lila. Ich habe einen Lavendel, das heißt Milled Lavender. Und ja, dann eher diese pinkigen, ne? So wie Kitsch Flamingo und sowas. Aber kein richtig kräftiges Lila. Deswegen durfte das nochmal mit. Und zu guter Letzt haben wir jetzt hier noch das Blau. Ein richtig, richtig schönes Blau. Und wie schön sind diese beiden Farben bitte in Kombination? Wie wunder, wunderschön. Ich finde die mega und ich freue mich schon so sehr darauf, die gleich auszuprobieren. Das wird bestimmt toll. Ich weiß ja, dass der ein oder andere bei euch, von euch auch Distress Oxides hat. So, dann haben wir hier ein kleines Goodie. Gucken, was da drin ist. Ah, das sind so kleine Wolken. Ich weiß nicht, ob. Ich glaube, das ist Kreide. Also, ich will jetzt nicht probieren, ob das was zu essen ist. Aber ich glaube, es ist Kreide. Total knuffig, oder? Genau, dann geht es hier oben weiter. Das habe ich da gesehen und fand das total interessant. Das ist ein Papierabroller. Jetzt denkt ihr euch auch wahrscheinlich, warum kauft ihr einen Papierabroller? Das ist Masking Tape als Abroller. Das ist von Heavy Doodle. Und das kann man eben so abrollen. Das klebt auch nur ganz leicht, wenn man zum Beispiel mit dieser Maskiertechnik arbeiten möchte, wenn man eine Szene stempeln möchte, zum Beispiel hier mit diesen Lebkuchen, dass die aneinander sitzen. Dann kann man das hier auch einmal draufstempeln, ausschneiden und als Maskierung oben auf den Stempelabdruck draufkleben und dann den daneben kleben, stempeln. Dann hat man diese Szenenoptik. Und ich fand das total cool, dass das dieser Abroller ist. Da gibt es auch Nachfüller, die kosten, glaube ich, so um die 2,50 €. Da ist eine ganze Menge drauf. Also ich glaube, da kommt man wirklich gut hin. Und dass es eben Abroller ist, fand ich auch total genial. Denn ja, es macht die Sache so ein bisschen einfacher, würde ich behaupten. Genau, da haben wir noch ein Tag. Hier ist noch einer, ein kleiner Tag. Die kann man ja immer gut gebrauchen. Dann haben wir hier nochmal was drin. Und zwar ein Brett und ein S. Ha, wie Steffi. Das ist bestimmt abgepasst gewesen. Genau, dann seht ihr das schon. Das könnt ihr, glaube ich, ganz gut schon durch das Papier erkennen. Ein Stempelkissen von Lawn Fawn. Ich habe noch kein Lawn Fawn Stempelkissen. Das hier ist das erste und das habe ich mir mit dem Hintergrund gekauft. Ich möchte gerne mal dieses No-Line-Coloring ausprobieren. Das heißt also Stempelabdrücke kolorieren, ohne dass man nachher diese schwarzen Linien sieht. Und das hier ist extra für, das ist alkoholmarkerfreundlich. Da gibt es nämlich zwei verschiedene von Lawn Fawn, einmal normale und diese alkoholmarkerfreundlichen. Und ich hatte das hier gesehen, da war auch so ein kleines Infovideo bei, dass das hier mit dem wirklich sehr gut funktionieren soll. Wenn ihr das mal sehen wollt, dann sagt einfach mal Bescheid. Dann zeige ich euch das mal, wie das Ganze funktioniert. Ich muss es natürlich selber auch erstmal ausprobieren. Aber es wäre ganz cool, wenn es funktioniert, weil ich das manchmal ganz schön finde, wenn man diese schwarzen Umrandungen nicht extra hat. Dann haben wir natürlich noch meine Visitenkarte, eine zuckersüße Serviette. Hier ist noch ein Sticker mit Thank You und ein Luftballon. Da wird sich meine Tochter drüber freuen. Also ihr seht ganz viel Gedöns. Ach ja, dann haben wir hier noch ein Papier, passend zu Halloween. Ich bin ja wirklich, glaube ich, eine der einzigen seltenen, die nicht gerne für Halloween basteln. Ich kann damit irgendwie nichts anfangen, aber das Papier an sich ist süß, wenn ich es nicht gebrauche, dann meine Tochter. Aber ich weiß nicht, Halloween ist so gar nicht meins. Genau, dann geht es hier weiter. Auch wieder dieses wunderschöne Wolkenpapier. Und da drinne verbergen sich zwei Briefumschläge. Ah, die sind ja merkwürdig eingepackt. Das ist von Clearly Besotted, seht ihr ja schon. Das ist ein Stencil. Ich habe das noch nie gesehen, dass es das in so einer CD-Verpackung ist. Das ist ja auch witzig gemacht. Und zwar verbirgt sich da dieser Stencil. Ein Papier. Da ist er. Dieser Stencil, den fand ich total cool. Erstmal haben wir hier diese Schneekugel natürlich, aber wir haben auch verschiedene Konfetti-Arten, die wir in diese Schneekugel reinsetzen könnten, wenn wir sie mit der Schneekugel verwenden wollen. Einmal Herzen, Sterne und dann hier so verschiedene Punktekreise oder Flecken eher. Das fand ich nämlich ganz cool, wenn man zum Beispiel das jetzt nimmt und eventuell nur das obere von der Schneekugel nimmt, die Herzen damit reinwischt und dann zum Beispiel so ein Einhorn darauf setzt. Sieht bestimmt richtig, richtig cool aus. Ich mag ja dieses einfache, simple, aber schöne Basteln. Und dafür finde ich Schablonen immer eine tolle Sache. Und dann einmal diese hier.
Ich finde diese Verpackung ja total witzig, muss ich ehrlich sagen. Und zwar verbirgt sich da diese Schablone. Das ist passend, also ich finde das ganz passend zu diesem Streuzeug hier. Da haben wir eben verschiedene Halbkreise, die wir verwenden könnten. Einmal hier so mit einer Wolkenkante, dann natürlich die Wellen in groß, dann in klein, eine Rasenkante oder eben diese Stadt. Das fand ich ganz cool für eben Hintergrundgestaltung, wie ich gerade eben auch sagte, zu dem gleichen Beispiel. Man macht damit einen Hintergrund fertig, setzt so ein Einhorn rein und hat dann einfach schon die Karte so gut wie fertig. Fand ich total cool. Und deswegen durfte die Stanze mit, Stanze, die Schablone. Da freue ich mich wirklich drauf. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten. Und das ist ein Teil, was ich bei ganz vielen anderen YouTubern schon mal gesehen habe. Gerade in so Bastelfavoriten-Videos. Sowas gucke ich ganz gerne mal zwischendurch. Genauso wie Roomtouren. Und dann lasse ich mich immer anstecken und fange an, mein Zimmer umzuräumen. Deswegen darf ich keine Roomtour am besten gucken. Genau, und da hatte ich das Teil hier nämlich auch schon ganz oft gesehen in Roomtouren oder bei Bastelfavoriten. Und zwar ist es von Lawn Fawn dieser Stamp-Chamois. Der soll super gut sein, um seine Stempel zu reinigen. Nur mit Wasser, was ich schon mal sehr gut finde. Also ich mache das ja eh nur mit Wasser und mit Mikrofasertuch. Jetzt wollte ich das aber ganz gerne mal ausprobieren, weil da eben jeder schwört da drauf, also ganz viele eben. Und den bewahrt man dann irgendwie zum Beispiel in einer DVD-Box auf. Man muss natürlich darauf achten, dass da so ein paar Luftlöcher sind, damit das Ganze nicht anfängt zu schimmeln oder so. Aber das soll wirklich gut sein und ich bin gespannt. Ich werde das nachher definitiv mal ausprobieren. Also so ist er wirklich bretthart. Wirklich bretthart. Aber jetzt holen wir den mal kurz da raus, weil mich das so interessiert, wie sich der anfühlt. Also es ist wirklich hart und es hat so eine komische Beschichtung. Aber es soll wohl, wenn man da Wasser drauf macht, sich ganz normal wie ein Schwamm anfühlen und eben super gut für Stempel sein. Alleine schon, weil wir kein Zusatzmaterial zum Putzen brauchen. So Stempel mögen das ja nicht ganz so gerne, wenn man da mit Spüli oder so beigibt. Deswegen nehme ich ja immer auch nur Wasser und bei ganz hartnäckigen Stempeln den von Stayson, den Reiniger. Genau, aber jetzt werde ich das hier mal ausprobieren. In der Hoffnung, dass der wirklich so gut ist, wie ganz viele behaupten. Und dann sind wir auch schon durch mit diesem Video, aber ich kann euch versprechen, es wird wahrscheinlich in kürzester Zeit nochmal einen kleinen Haul geben oder ich werde wieder sammeln, weil das neue Release jetzt hier online kommt, am Freitag, den 1. Oktober. Und da sind so, so tolle Stempel bei. Ja, ich glaube, ich habe eine neue Lieblingsmarke gefunden, zusätzlich zu CC Design und Create a Smile. Ich glaube, Clearly Bisotted gehört langsam auch dazu. Ich werde diese ganzen Sachen jetzt mal ausprobieren und ich kann euch versprechen, dass ihr bei Instagram bestimmt mal das ein oder andere Foto sehen werdet mit fertigen Sachen oder wie ich das ausprobiere. Könnt ihr ja gerne mal gucken, ob ihr da nicht Lust habt, mir zu folgen. Und wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr auch einfach mal so das bei jeglichen Suchmaschinen eingeben, meinen Instagram-Kanal. Und dann könnt ihr trotzdem sehen, was ich so gepostet habe. Weil ganz viele mal sagen, sie haben das gar nicht. Ihr braucht es nicht, um da mal reinzugucken. Also. Genau, wenn ihr da mal Lust habt, könnt ihr ja gerne mal gucken. Und dann könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was sind eure Lieblingsfavoritenfarben von Distress Oxide? Wo sagt ihr, die Farbe muss ich haben? Oder habt ihr zum Beispiel gar keine Oxides? Dann könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, welche Stempelhersteller ihr gerne nutzt. Es gibt ja wirklich alles, von günstig bis teuer, von einem Riesenspektrum bis zu 10 Farben nur und. Das würde mich mal so interessieren. Da können wir uns ja mal ein bisschen unterhalten über Stempelkissen in den Kommentaren. Genau, ich sage jetzt einfach nur noch Danke fürs Zuschauen. Wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Bleibt weiterhin gesund. Und dann sehen wir uns schon nächste Woche beim nächsten Video wieder. Tschüss, ihr Lieben.